Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft, der Java Edition und ja, in der 1.17.1. Ja, wir waren das letzte Mal hier in der ersten Wüste, die wir gefunden haben. Ja, da war auch noch dran, dass die zweite Wüste sozusagen, also es gehört ja zu einer Wüste, wenn man das sagen könnte, das wäre die zweite Wüste, das Dorf. Okay. Ja, ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht über die Nacht. Wir machen hier die Stadt. Die wird einfach so mit Azalea, heißt glaube ich, gemacht. Und die hängenden Gärten werden dann hier sein, weil wir brauchen ganz schön farbige Blätter und alles Mögliche. Das ist in einer Wiese, zwar in einem Wald besser, aber wir haben in diesem Wald hier gar keinen Platz für eine, ja, wie sagt man, diesem Teil. Einfach hängende Gärten natürlich. Und das wird sehr speziell, also das wird alles auf Schönheit getrimmt, aber nicht so auf extrem edel, sondern eher so ein bisschen wild und unterschiedlich. Und es wird ja, wie gesagt, im ersten Part auch eine Art Zoo. Müssen das halt einfach mit Glas machen, weil wir keine richtigen Gitter haben, Gehege irgendwie. Und das ist das Ding, ja. Ich habe gemerkt, ich bin extrem wenig gerannt. Einfach auch, um ein bisschen das Gemütliche rüberzubringen. Das war einfach zu viel. Also, tu mich natürlich auch noch recht verbessern. Oh ja, oh. Schade, dass man das jetzt nicht abbauen sollte, weil das wird wahrscheinlich in der Stadt dann wirklich auch nötig sein. Hallo. Oh, ein schönes Bett. Schönes Bett. Kannst du sogar in der Mitte schlafen und nicht auf der Seite. Dankeschön. Ich muss halt auch ein bisschen böse sein. Aber in diesem Spiel muss man irgendwie ein bisschen böse sein. Das lassen wir mal noch hier. Das ist nämlich auch gut. Dann beginnen wir hier im Dorf. Die Stadt. Dann haben wir schon mal Dorfbewohner in der Stadt. Weiten wir aus. Das ist wirklich toll, dass es hier türkische Bretter gibt. Das, ja, Türkis kommt ja aus der Wüste, aus der Türkei eigentlich, oder? Also Persisch. Damals noch. Die haben irgendwie Türkis erfunden, habe ich so das Gefühl. Kann auch natürlich nicht stimmen. Ich hoffe, ich sage einfach nichts Falsches, aber es kommt mir einfach so vor, dass ich es so gelernt habe. Wenn wir eben ganz viel Essen haben, rennen wir einfach die ganze Zeit. Ein ganz hellgrünes Bett. Das ist noch hellgrüner als eigentlich hellgrüne Wolle. Oh. Ich möchte nicht, dass die Ding. Ich muss da mal etwas ändern, sorry. Aber weil wir einfach kein richtiges Survival-Projekt sind, also ja. Lieber ein Bauprojekt sind, müssen wir das einfach verändern. Komm, machen wir die anderen auch. Du, Biotic, Walse, damit uns nicht alles verbrennt, falls mal etwas brennt. Und komm, das andere auch noch, weil das ist so nervig für mich. Ich bin nicht ein gutes Spiel, das kann ich sagen. Das Keep Inventory, damit einfach wir jetzt nicht gerade alles verlieren und ewig lang. Da muss ich auf True stellen. Damit wir da nicht ewig lang wieder die Items suchen müssen. Weil das ist irgendwie so 5 Minuten, dann verschwinden sie. Das ist einfach viel zu knapp, wenn wir so viel reißen. Ja, wir müssen halt auch ein bisschen reißen, also mit dem Pferd dann und mit dem Loren-System dann in dem Nether, denke ich mal. Das ist natürlich viel kürzer dann. Und ja, ich mache es so toll und zuschauerswürdig wie möglich. So, also wenn ihr wirklich sehen wollt, Fails, ganz schwierige Spielszenen und so, dann seid ihr leider ein bisschen, ja, nicht gerade in der richtigen Szene bei mir, also im richtigen. Habe ich eigentlich jetzt diese Setzlinge? Noch nicht.
Ich tue natürlich den schönsten Baum fällen. Tut das schon ein bisschen leid. Das müssen wir leider jetzt mal kurz machen. Wir brauchen unbedingt diese Setzlinge. Dieses Holz ist einfach wirklich genial. Also, ich hätte es gerne noch ein bisschen rötlicher. Aber so ist das, reicht das völlig aus. Sonst gibt es hier noch das andere, das rosa Holz aus dem Neffer. Fleisch. Kenne den Namen nicht. Hab zu wenig mit dem Namen befasst mich. Ja, das ist nämlich eine gute Möglichkeit, einfach wieder mehr Minecraft zu spielen, wieder alles kennenzulernen, also auch richtig zu wissen. Vor allem die Crafting-Rezepte. Und ja, die verschiedenen Maschinen und so, wir werden sie wahrscheinlich brauchen. Also vor allem so ein Autoangler wäre gut, wenn das noch geht. So Sachen, die wir einfach, also die ihr nicht sehen möchtet. Also ja. Sonst sagt es einfach mal, wenn ihr das sehen möchtet, das nicht so viel Spaß macht. Aber ich möchte es euch nicht zeigen, so dass es eigentlich für euch ja so ist, dass ihr eigentlich alles auch schauen möchtet. Und wenn nicht, ihr könnt sagen, wenn ihr etwas nicht schauen möchtet, dass jederzeit dürft ihr natürlich dazu beitragen, dass es euch mehr Spaß macht. Das ist mega cool, wie abgerissen. Also Top World Generator. Eben, dass einfach wenig Höhlen kommen und so. Ist natürlich eines. Aber ja, es ist nicht mehr so schlicht. Ich weiß noch, als ich Minecraft intensiver gespielt habe, dann gab es eigentlich nur Hügel, Grashügel. Mehr gab es nicht. Nicht mal gerade Ebenen. Ebenen kamen auch viel später dann erst. Ja. Das war damals, also es machte überraschend viel Spaß. Es war so richtig etwas Neues, endlich mal alles auch formen zu können, die ganze Welt zu formen. Bin also schon zu weit, einfach rechts. Wurde eigentlich jetzt zum Spawn, aber ich möchte ja eigentlich auch zum Schiffswrack gehen. Da müssen wir jetzt ja, zum Spawn. Und dann wieder zurück. Dort rum. Schön wieder mit dem Boot. Weil oben gibt es auch nochmals ein neues Dorf. Dieses hier. Haben wir noch nicht erkundet. Jetzt müssen wir hier rüber. Können wir da irgendwie Markierung machen? Portal 1. Dann gehen wir mal zu Portal 1. Ist doch viel besser, wenn man einfach eine Erkundungsmöglichkeit hat, ohne dass man sich verirrt oder ohne dass man viel verpasst, indem wir einfach eine Map haben und einfach diese Markierungen haben. Ist natürlich dann auch wieder etwas anders, klar. Also, wenn ich Zeit habe und Minecraft spiele, dann spiele ich eigentlich ohne Minimap. Ist natürlich auch ein bisschen besser, aber das hält einem so me mega ab, das ist extrem. Das ist einfach nicht nötig zu haben. Man kann sich das ersparen. Dadurch auch einfach die Videos natürlich spannender machen, wenn diese Sachen entfallen. Da haben wir ein paar Punkte, die unterirdisch sind. Die gelben sind NPCs. Die roten sind ja, böse NPCs. Also angreifende NPCs. Und ja, eben diese dunkelbraunen, das sind einfach unterirdische Mobs, die einfach nicht an dem Tageslicht sind. Was ist denn hier? Einfach ein Loch mit ein bisschen Eisen. Wo ist unser Eisen? Haben wir kein Eisen gesammelt, nur Kohle? Stimmt. Ja, ist jetzt nicht so direkt nötig.
So, jetzt haben wir hier einen dichten Wald. Nochmals Lava. Überall Lava im Wald. Als wäre nicht gut ohne Dolphaitic. Das ist natürlich nicht so toll. Machen wir das mal ein bisschen Essen. Ja, cool. Aber immerhin ein bisschen Essen gespart. Bisschen Hungerbalken. Weniger benutzt. So, da oben ist es okay. Wunderbar. Also, es läuft so gut in diesem, in dieser Map. Das ist wirklich schön. Okay, eine Kiste ist hier. Feuerkugel. Ein Feuerstein. Goldklumpen. Ein Feuerzeug nehme ich mit. Und das Obsidian, das ist natürlich auch wichtig. So, haben wir schon das nächste Achievement. Ja, da müssen wir nochmals hingehen. Ich werde die Punkte natürlich immer ausmachen, die ich gerade nicht brauche. Sonst haben wir hier überall diese Anzeigen. Das ist natürlich auch nicht gerade so qualitativ dann. Oh, der Berg wie eine Säule. Das ist so genial. Ich hoffe, bald kommt noch, ob die Feine wirklich auch was geht, also aktualisiert. Zum Momentan sind wahrscheinlich noch viele kleine Hotfixes und so, und funktioniert Optifine nicht richtig. Es ist immer so ein bisschen schade, dass Optifine so mega langsam ist, aber das ist ja klar. Also es ist einfach etwas arbeitsintensiv für die Entwickler. Weil sich auch immer alles wieder verändert und so, immer wieder neu hochladen muss und so. Das ist für die Entwickler nicht gerade so bequem. So, eine Schlucht, die richtig cool platziert und geformt ist. Das ist wunderbar. Da oben waren wir schon. Das ist das Dorf am Spawn. Also dann können wir eigentlich, wir könnten jetzt eigentlich da hin. Ja, ich merke mir jetzt das. Beim Spawn müssen wir jetzt eigentlich nichts mehr machen. Hallo, Zombie! Jetzt haben wir wieder etwas Action, bisschen leveln. Kann das sein? Das habe ich jetzt nicht direkt getroffen beim Schlagen. Die haben auch irgendwelche Clinches. Alles sind auf Prügel aus. Also heftig. Ja, die Skelette, die brauche ich jetzt noch nicht. Wir müssen jetzt mal noch ein Schild craften. Da bin ich gar nicht mehr sicher, wie das geht. Das Schild, das ist für mich nicht so leicht zum ja, erinnern. Ja gut, es ist, ich bin wirklich einer, der eigentlich nicht so defensiv sein möchte. Ich möchte lieber ein bisschen, ja, essen und fliehen müssen oder so, als so richtig all in oder so gehen. Ich bin eher so der gemütliche, der taktische. Gemütlich ist taktisch ja meistens nicht, aber ja, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Ja, es ist eher eigentlich, dass es defensiv gemütlich ist, aber es macht mir nicht so viel Spaß und deshalb ist es für mich nicht so gemütlich. Ich bin lieber so der, ja, der Taktikfuchs, der, also für mich ist Taktik eigentlich überhaupt nicht so richtig gedanklich, sondern eher automatisiert. Ist wahrscheinlich einfach die Erfahrung. Ich bin eigentlich nicht so erfahren in Taktik. Okay, Taktikspiele habe ich schon relativ viel gespielt und so. Und jetzt so Kampftaktik in Minecraft. Hätte ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich das gut kann oder kenne. Man sieht es ja, ich lage daneben, weil ich meine, es trifft. Also das ist, ja, das ist jetzt nicht unbedingt meine Stärke.
Meine Stärke ist halt das Bauen irgendwie, aber halt auch nicht echt professionell. Was kann ich eigentlich in Minecraft gut? Eigentlich fast nichts. Ich bin so ein wirklicher gemütlicher Spieler, der überhaupt nicht irgendwie etwas braucht. So, die Äpfel legen wir jetzt mal auf die Seite. Wir craften eigentlich direkt mal kurz ein bisschen Brot. Das geht mal gar nicht mit den Äpfeln. Die sind sowas von wenig sättigend. So, das nächste Eichenholz. Ich verliere wahrscheinlich alles Holz dann, weil ich die Eichen, also die verschiedenen Holzbretter einfach einzeln im Inventar habe und rauslegen möchte. Ist nichts wert. Man hat sie so schnell wieder. Ah, Ziegen, wunderbar. Kann man die auch irgendwie, ja, dazu benutzen, schneller irgendwo in ein Gehege zu bringen? Wahrscheinlich auch einfach nur mit dem Boot. Toll, weißt du? Jetzt bin ich schon überfordert mit meinem Gerümpel im Inventar. Habe ich so richtig intensiv das Spielerlebnis. Das ist einfach cool. So macht Minecraft Spaß. Ah, Roheisen. Ja, das Kaninchenfell und so, das ist alles so mega wertvoll. Also machen wir dann, nehmen wir den Goldklumpen nicht mit. Ist sowieso nur 2 Eisen wert. Also, leider ist hier unten auch nochmals ein Dorf, das ich gerne besichtigen möchte, aber ich muss ja da hoch. Ja, das ist eigentlich, das ist ein Ladezeichen gewesen. Okay. Die Ziegen tun wenigstens nicht spucken. Aber ja, Lamas eigentlich auch nicht, wenn man ihnen zu nahe kommt, sie anrempelt. Wie ich das jetzt gerade gemacht habe. Oh ja, die haben so Lederkleider. Das sind alles so coole Erinnerungen an die Serverzeiten. So 1.14 und da habe ich einen Server eigentlich direkt aufgemacht und es kam, ja, zwar nicht so viele, aber die waren richtig begeistert. Oh, das ist jetzt mal eine gute Kiste. Das ist wirklich die Top-Kiste, die ich brauche. So. Eine Schmiedekiste ist natürlich immer am wertvollsten. Oder eine Kartografenkiste, wenn es die gibt. Das ist natürlich auch etwas, das wahrscheinlich ultra selten ist, so. Ja, da gibt es ja meistens Papier dann drin, aber die Schatzkisten können, also könnten auch dort sein. Okay, ein nächstes gutes Zeug. Ja, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie ich das jetzt mitnehmen soll. Ich brauche eigentlich alles momentan noch. Das Boot brauche ich auch noch. Ja, so Fichtenholz würde ich auch gerne behalten. Stöcke sowieso. Nehmen wir die Weizenkörner weg. Ja, da kann man, glaube ich, auch selber machen. Irgendwie kann man die selber machen. Aber ich nehme man einfach alles wieder einsammeln, wenn man es rauswirft. Sollte ein größerer Delay sein. So, ja, das Kupfer, das nehme ich nicht mit. Das ist leider ein bisschen dann zu verstopfen. Ich müsste so viel weglegen. Jetzt müssen wir leider wieder hier durch zurück nach Norden zum nächsten Dorf. Wir bereiten uns auch vor. Also es ist jetzt noch nicht so nötig, so schnell zu bauen. Außer ihr wollt jetzt unbedingt sehen, wie ich jetzt schon mit Holzbrettern und Cobblestone baue. Bin natürlich eher so der Survival-Spieler am Anfang. Vorbereiten und dann bauen. Aber natürlich werde ich dann schon, denke, übernächsten Part dann anfangen zu bauen. Mit dem Akazienholz zum Beispiel. Echt etwas Schönes bauen. Das sieht dann immer so mega schön aus. Da wir unter dem hängenden Gärten noch ein
Ja, so Glas, Labyrinth, also ja, Aquarium machen, Vivarium, beides zusammen irgendwie, also geteilt und so. Können wir dort eigentlich mühelos eigentlich alles durchgraben, meinen. Ich will ja auch diese großen rosa Teile finden, diese neuen. Ich weiß gar nicht, wie man dem nennt. Kristallgruben, Kristall. Wie heißt das? Wie heißt diese Kristalle, die auseinandergeschnitten in den Shops sind, in den Edelsteinshops? Genau. Ich bin eben völlig, also, ja, eben unwissend über die neuesten zwei Updates. Also, das 1.16 kenne ich ein bisschen von den Servern, wo ich gespielt habe. Meine Freunde haben da Server aufgemacht und einfach, ja, ich habe ein bisschen mitgespielt, konnte aber nicht so gut wie in der, wie ich immer Internetprobleme habe, wenn wieder das Internet ausfällt, einige Zeit. Ich weiß gar nicht, welche Häuser denn etwas beherbergen. Die sind leer. Schauen wir nochmals rein. Das ist ein Schmiedetisch, mit denen kann man mit denen entzaubern auch oder so. Mit irgendwas kann man doch Gegenstände wieder entzaubern. Seit kürzerer Zeit. Oder ja, vielleicht schon länger. Ja, arbeite du ein bisschen. Jetzt weiß ich wirklich nichts mehr, was ich raushauen soll. Jetzt ist fertig mit den. Ich muss etwas raushauen. Geht das schneller? Ist das ein Holztisch? Sieht aus wie ein Steintisch. So lernt man. Einfach ausprobieren. Aha. Kartoffeln, das nächste Wichtige. Wir haben keinen Platz mehr. Jetzt nehme ich die Eichensetzlinge raus. Das findet man überall. Das ist nicht nötig, Inventar zu lassen. Sonst wird es mir zu schwer. Das ist Minecraft. Das ist ja heftig. Oh ja. Oh. Ich freue mich über so Sachen. Smaragde. Das wird wieder so sein, dass ich irgendwo zu 20 Kisten Smaragd bunke. Einfach weil sie sich ansammeln und ich sie nicht wegwerfen will oder irgendwie etwas draus machen möchte, sie traden möchte. Also das werde ich schon, ich werde sehr viel traden. Aber irgendwie kommt man halt immer nie dazu. Weil das ist schon zeitaufwendig, immer wieder zu handeln. Wieder neue NPCs zu erstellen. Sie auch zu ermorden mit Lava. Nur mit Lava, das so ist. Halt nötig, weil sonst sind sie böse auf uns. Und oh, das ist natürlich schon ja viel Arbeit, die mache ich aber wirklich nicht in der Aufnahme. Ich hoffe, ich kann bis dann leisten, also dass die die Internetqualität da auch. Die sammle ich jetzt noch nicht ein. Machen wir nochmals einen Wegpunkt. Und jetzt machen wir da auch mal ein paar aus, diese Portale deaktivieren. Das ist auch schöner Punkt, brauche ich nicht. Das Spawn-Ding und die Bären. Okay. Dann haben wir nur zwei Punkte. Das sind unsere Hauptpunkte. Also der Spawn, der mache ich jetzt auch aus. Weil der Spawn kann ich ja dann aktivieren und habe dann ihn wieder. Aber das Ding muss ja noch immer zu sehen sein, weil eventuell komme ich dann wieder zu nahe und dann baue ich dort überall alles ab, dann ist alles, ja, verwüstet. Okay, Pferde, weiße Pferdeschimmel, sagen wir denn, oder ja, es gibt auch andere. Das sind alle Schimmel, wenn sie weiß sind. Ich mal wieder mit meinem komplexen Wissen, das einfach so komplex ist, dass ich nicht weiß, was ich genau sagen soll. Damit das stimmt auch. Ah. Ich bin immer einer, wenn irgendwas in meinem Kopf herumschwirrt, eine Frage oder so, dann schaue ich das nach. Bin so wissbegierig irgendwie. Das ist für mich wie ein Leben, also
Eine wichtige Angelegenheit wie Schlafen oder Essen. Wissen zu bekommen, nicht einzurosten, nicht dumm zu werden oder sonst irgendwas. Ja, weil ich Schweizer bin, hört sich's manchmal vielleicht ein bisschen dumm an, aber ich bin eigentlich nicht so dumm. Hoffentlich. Ich bin eher nicht gerade so gut im Reden. Ist ja klar, man hat eigentlich eine völlig andere Sprache. Und redet trotzdem viel Deutsch. Das ist so genial. Also so etwas gab es eigentlich sonst nie. Das ist auch relativ neu, dass so die Bäume so richtig verwirrt auch ineinander sind. Ist einfach etwas Spezielles für mich. Weil ich kenne natürlich jedes Update, was alles hinzugefügt wurde und so. Zwar nicht gerade auswendig, jetzt wann was gekommen ist, in welcher Reihenfolge oder so, aber ich kann mich an alles erinnern. Und das ist natürlich dann auch wirklich toll. Es hat sich etwas verändert. Es ist neu. Was habe ich jetzt gerade gemacht? Ich habe einfach zweimal Quest. Okay, gut. Die F-Taste ist etwas, das missfällt mir. Ich komme nicht klar mit der F-Taste. Ich kann nicht zwei Gegenstände auf einmal irgendwie tragen, also sie benutzen. Wenn ich dann ein Totem der Unsterblichkeit habe oder eben ein Schild, dann benutze ich's. Also dann habe ich's sozusagen. Das Schild benutze ich auch im Kampf. Aber ein Gegenstand oder so, also Essen oder so, das kann ich nicht auf die F-Taste drücken machen, auf die Nebenhand. Ja, kann ich aber auch lernen. Ich muss nur mehr spielen, es ist halt immer eher ein Experiment für mich, das Spiel. Also ich spiele es leider nicht immer so gerne viel. Aber in so einem Projekt, in einem Let's Play oder Livestream spiele ich das natürlich viel. Für mich ist das schon sehr viel anders. Oh, der tolle Baum. Der einsame tolle Baum. Wir haben ja jetzt auch keine Setzlinge mehr. Den lasse ich aber. Da gibt es schwarze Pferde, braune Pferde? Braune Pferde, okay. Man sieht es kaum in der Entfernung, ob es schwarz oder braun ist. Hier ist doch gut. Und hier haben wir auch wieder einen Wald. Also, ja, das ist. Hier könnten wir auch so ein bisschen Dorffeeling machen. Ob wir ein asiatisches Dorf oder so machen. Als Ausgleich. Oder ob wir ein Wikingerdorf oder so machen. Ist jetzt das falsche Biom. Ist leider nicht so das, was ich jetzt vorstelle. Da ist noch das Portal, da gehen wir auch noch gleich hin. Aber ja, ich sollte langsam den Part beenden. Ja, das ist jetzt gerade ein Lag, der wegen meiner Internetverbindung ist. Und ich höre jetzt lieber auf, machen wir das nächste Mal mit dem Holz. Und ich kann ja mal kurz ein bisschen Holz anpflanzen und alles. Machen wir das mal das erste Mal, dass ich zwischen dem Part jetzt mal etwas farme. So. Ja, den lege ich einfach mal hin. Das Lesepult mache ich auch mal hin. Und im nächsten Part gehen wir zuerst mal noch kurz das Ding holen, der Schatz. Der hat jetzt zeitlich nicht mehr gereicht, der ist ungefähr hier. Hier. Das ist nicht weit. Okay, mache noch kurz einen Wegpunkt. So. Ja, das Internet ist wieder ausgeschaltet. Professionell, Drago, ja, immer professionell. Heim. Machen wir den rosa. Also ja, das ist rot, hellrot. So, keine Monster am Spawn. Also hier können die Monster nicht spawnen.
Aber erstmal ausleuchten. Und das Bett natürlich schön hier oben. Gut, dann hat sie hier dann ein paar Bäume. Vor allem auch das Ding, Akazienholz, das brauchen wir nachher. Und ich kann ja mal den Schatz suchen und am nächsten Part beim Schatz beginnen, genau. Das ist das Optimale. So. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Eben ein bisschen unprofessionell und ein bisschen recht vielleicht, aber es wird sofort wieder besser, wenn ich mich einfach eingewöhnt habe und alles. Ihr werdet sehen, bei mir wird sehr viel und Tolles passieren. Also ja, nicht einfach bitte einfach weggehen und denken, ja, es ist halt nicht so gut. Weil ich habe gesehen, die meisten Leute, die ich abonniert habe, die wirklich viel Spaß haben, haben auch immer wieder Probleme. Das ist einfach das Leben. Wenn einer immer alles rauscuttet und so, das ist nicht mehr das Leben für mich. Also, ja, es ist eigentlich nicht mehr das Leben, es ist einfach nur noch die besten Szenen des Lebens. Und das ist für mich alles ein bisschen unprofessionell dann. Also eigentlich das Verkehrte. Oder? Weil dann ist einfach alles nur ein Film. Es bringt nicht die Magie dann, etwas anzuschauen, etwas zu erleben, was ein Let's Player nicht ausmacht. Jemand spielt das Spiel. Er muss nicht professionell Schauspieler sein. Er muss das Spiel spielen. Genauso wie er es spielt. Oder wie das Spiel halt für ihn ist. Oder so. Es sind nicht alle Superspieler. Es sind nicht alle Speedrunner oder so. Und das ist auch gut so. Weil eigentlich die Langsamkeit, der Umfang und so, das ist einfach das Wichtigste. Gut, dann bis zum nächsten Part oder nächsten Video. Sonst eben, ja, Dankeschön. Aber ja, und ja, einen wunderschönen Tag. Tschüss.